gegangen. Unser letzter Beitrag, wie gesagt. Die Bilder von Otto Dix, sie waren schroff und schonungslos. Die Bilder, die Sie gleich sehen, sind es auch. Mit einem Lied des Karpfen soll der Maler Dix szenisch gewürdigt werden. Er wäre jetzt 100 Jahre alt. In der Berliner Nationalgalerie wird der Hurenmaler Dix so gefeiert, wie er gemalt hat. Und Domenica ist dabei. Und das war der Tag im Heute-Journal. Sabine Schulz war auch dabei. Eines Tages werden meine Bilder hochbezahlt in den toten Museen hängen und für jedermann verdaulich sein. Hoffnung oder Befürchtung des unbequemen Künstlers. 1914 malte Otto Dix sein Selbstbildnis als Soldat. Die Darstellungen seiner Kriegserlebnisse zeigten überdeutlich die Schrecken der Schlacht. Prostitution und gesellschaftlicher Wandel der Nachkriegszeit, auch hier ein schonungsloser Blick. Soziales Elend und der vermeintliche Glanz der goldenen 20er Jahre. 1927 und 28 entstand das Großstadttriptychon. Ein lebendig gewordenes Dix-Gemälde in der Berliner Nationalgalerie. Das Lied des Karpfen handelt von der Verdaulichkeit der Dixischen Kunst. Eine bunte Szenenfolge aus Theater und Tanz, biografischen Bezügen und Anspielungen. Meine Tante hat mir erzählt, die Leute von CNN wollen live dabei sein, wenn die Welt untergeht. Guten Tag, bitte, guten Tag. Ich habe verschiedentlich gearbeitet. Ich habe mit Zitaten von Dix gearbeitet, ich habe auch mit eigenen Assoziationen gearbeitet. Ich habe das heute und das damals versucht, miteinander zu verweben. In dem Sinn ist es mehr oder weniger eine Collage. Es gibt ja auch keine, wie im Theater, Figuren, sondern es gibt einfach Bilder, die erzählen. Was Otto Dix zu erzählen hatte, machte zu seiner Zeit Skandal. So sah er seine Muse. $90 die Stunde. Oder male mich. Male mich berühmt, Baby. Berühmt sind sie nicht geworden, die Dixschen Modelle. Sie brachten ihm den Ruf des Dirnenmalers. Ins Bordell, so sagt man, zog es sie nicht nur der Kunst zuliebe. Kein Zufall also, dass im Szenenspiel eine Frau mit Milieuerfahrung ihren Auftritt hat. Ich weiß nicht, wie er mich gemalt hätte. Aber wertvoll wäre es gewesen, wertvoll. Ne? Mir sind diese Bilder 100-mal lieber, diese ehrlichen, auch oft hässlichen Bilder, als jetzt was Perfektes, Schönes. Ich vermisse in der jungen Kunst heute oft den Menschen dahinter. Hier sieht man, hier hat ein Mensch gemalt. Egal was für einen, ob er böse ist oder gut. Aber ein Mensch hat gemalt. Der Mensch Dix. Im Museumsspektakel ist er ein Kunstjäger auf der Suche nach Herz und Seele. Keines von beiden wird er finden. Und auch Domenica wird ihm dabei nicht helfen können. Und hättest du alle Erkenntnisse in allen Farben und den Glauben, sodass deine Bilder Berge versetzten, und hättest die Liebe nicht, so wärst du nichts. Die Liebe, Otto, sie treibt nicht, sie gibt nur. Liebe, Leben und Tod, das Lied des Karpfen dramatisch und grell wie die Dixschen Bilder. Das Spiel mit lebenden und recht übelriechenden Totenfischen, wohl kaum für jedermann verdaulich, aber das hätte Dix vermutlich auch gar nicht anders gewollt. Dein Reich ist jetzt überall. Und wer das nicht kapiert, Otto, den fressen wir. Amen und Bon Appetit!